Eine unbezahlte Rechnung alarmiert an diesem Nachmittag Florian Winter und Ben Decker. Doch es geht offenbar um mehr als nur eine geprellte Zeche. Die Polizei angerufen. Junge Frau, lassen Sie den Herrn mal ganz kurz los. Kommen mal ein bisschen hier rüber. Ich habe mein Teil doch bezahlt. So. Was soll das? Ich verstehe gerade nicht, was hier passiert. Der Herr ist hier reingekommen mit einer Dame auf ein Date oder was auch immer, aber die Dame ist anscheinend verschwunden. Und er schuldet uns noch 25 Euro. Ich er möchte nicht. Nur seinen Teil bezahlen, aber nicht von der Dame. Ich tue ja nur meinen Job, deswegen müssen Sie... Ich habe bezahlt, ich schulde nichts. Sie müssen kooperieren, tut mir leid. Kein Grund, sich aufzuregen. Das können wir alles klären. Wo ist sie? Was mischen Sie sich überhaupt so? So, ganz kurz, ganz kurz. Wer sind Sie und was ist passiert? Können Sie mir erklären? Ich bin Ariane Kramer. Okay. Ich habe hier draußen auf meine Mutter gewartet. Auf einmal sind der Herr und die Kellnerin auf einmal rausgerannt gekommen. Meine Mutter hatte ein Date mit diesem Mann, ich kenne aber auch leider nur seinen Vornamen und alle sind hier. Ist ja erstmal nicht verwerflich, wenn ein Date vorhanden ist. Nein, aber meine Mutter ist weg und er kann mir nicht sagen, wo sie ist. Ja, und jetzt mal, ich muss vielleicht sagen, ist das Date nicht so gelaufen, wie ihre Mutter sich das vorgestellt hat und ihre Mutter ist weg. Kann das sein? Ich habe sie aber nicht rausrennen sehen. Ich habe zwar ein bisschen auf meinem Handy gedaddelt, aber ich habe keinen rausrennen sehen, vielleicht außer die beiden. Vielleicht mal aufs Klo geguckt oder so? Ja. Waren Sie mal auf Toilette? Ich habe ihn, um ehrlich zu sein, einfach erstmal festgehalten, weil ich einfach nur wissen wollte, okay. Wo ja, ist sie? Aber erstmal wäre vielleicht der bessere Weg gewesen, einmal kurz zu sprechen. Kann ja auch sein, dass Ihre Mutter irgendwo drinnen auf Toilette ist. Vielleicht ist das Date nicht so gelaufen, nichts gegen Sie. Aber vielleicht ist das Date nicht so gelaufen, wie Ihre Mutter sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend hat sich Ihre Mutter woanders hingeverkauft. So, sagen Sie mal, wer sind Sie denn? Ja, Günther Heine. Günther Heine. Genau. Sie hat eine Verabredung mit der Mutter. Ich weiß gar nicht, dass es die Tochter ist. Ich habe das Date hier heute gehabt, habe mit der Dame da gesessen, gespeist, ja, und die ist mehrfach weg, immer zur Toilette oder sonst was. Okay. Da ist so bei mir auch nicht der Funke übergesprungen und auf einmal habe ich keine Lust mehr und habe meine Rechnung bezahlt und wollte haben gehen. Haben Sie nicht? Doch, ich habe meinen Teil bezahlt. Also Sie haben gemeinsam gegessen, jetzt ist eine Gesamtrechnung. Ganz genau. Ja. Und sie ist nicht vollständig bezahlt worden. So, Sie haben jetzt quasi das bezahlt, was Sie verzehrt haben. Ja, was soll ich für die fremde Frau? Und jetzt ist noch ein Posten offen von wie viel? Von 25 Euro. Das war das, was Sie Ihre Begleitung... Ganz genau. Das, was Sie verspeist hat. Was soll ich denn da jetzt machen? Dann wäre ja mal eine super Idee. Haben Sie Geld dabei? Ja. Wenn das Ihre Mutter war, könnten Sie ja theoretisch die Punkte Ihrer Mutter begleichen, wenn das okay wäre. Nachdem sich die Tochter bereit erklärt hat, die Rechnung zu bezahlen, machen sich die Beamten auf die Suche nach der Mutter. Doch offenbar ist sie nicht die Einzige, die verschwunden ist. Ja, aber hier ist ja eigentlich keine großartige Fluchtmöglichkeit. Dass man sagen kann, die könnte sich hier versteckt haben. Dürfen wir sie kurz stören? Ja, bitte schön. Ja. Haben Sie irgendwie was mitbekommen? Über den Herrn nicht, nein. Ich hatte hier auch selber ein Date. Aha, okay. Und der gute Mann war auch mehr weg als da. Und ich habe mir gedacht und mir Sorgen gemacht, gefragt, was los ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und er ist auch nicht wiedergekommen. Sie sehen ja, Nachte steht noch da. Ach so, Sie hatten jetzt wirklich auch ein Blind Date mehr oder weniger. Und genau. Der ist... Das war schlechtes Karma hier. Öfters mal zur Toilette, kam nicht wieder. Schön. Also ich würde sagen, junge Frau, auf Single-Plattformen ist Ihr Lokal, dann denke ich mal, eher ungeeignet. Weil wenn jetzt hier zwei Dates geplatzt sind... Müssen Sie den Boss sagen. Ja. Ich tue hier nur meinen Job, leider. Ist jetzt schon mal merkwürdig. Also wie lange ist das jetzt her so, dass Sie die Dame zuletzt gesehen haben? Ja, wir haben ja jetzt gerade 10 Minuten da draußen schon diskutiert. Ja, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also ich habe noch 5 Minuten hier gewartet, dann habe ich meine Zeche bezahlt, ja, und dann bin ich einfach gegangen und dann rennt sie mir hinterher. Die Beamten lässt die Vermutung nicht los, dass sich die Vermissten noch in der Lokalität aufhalten. Doch eine Kontrolle der Toilettenräume bringt keine neuen Erkenntnisse. Florian Winter dehnt die Suche aus. Also, Toilette auf jeden Fall nicht. Ich guck mal draußen im Biergarten, aber ich denke, da wird auch nichts sein. In der Küche schon irgendwie geguckt? Nee, habe ich nicht. Unser Koch ist auch in der Küche, der Lars. Sie könnten, Sie können ihn gerne fragen, ob der was gesehen hat. Ja, gerne. Gehen Sie rein. Hallo. Hallo. Sie sind der Lars. Das ist auch klein. Hier, kommen Sie mal raus, da ist so eng hier. Können wir uns besser unterhalten. Ja, wenn es geht. So. Sie sind der Koch hier? Richtig. Ja, haben Sie hier irgendwas Verdächtiges gemerkt? Wir suchen eine etwas ältere Frau. Wie alt war die nochmal? Na, das Einzige, was mir eben aufgefallen ist, als ich Ware aus dem Keller geholt habe, da sind zwei Herrschaften durch den Personalausgang rausgerannt. Ja. Aber das passiert hin und wieder schon mal, dass die Leute mit dem Ausgang sich vertun.
Und ich konnte mich aber nicht weiter darum kümmern, weil ich einen Schokoladenkuchen mit Füllung im Ofen hatte und habe mich dann weiter halt um die Kuchen. Zwei Herrschaften, sagen Sie? Ja, eine Dame und ein Herr. Eine Dame und ein Herr? Ja. Haben sich die Begleitungen durch den Hinterausgang rausgeschlichen? Als die Beamten den Fluchtweg begutachten, stoßen sie jedoch auf irritierende Spuren. Hier ist eigentlich der Personal-Eingang, ich habe Ware aus dem Keller geholt und dann sind sie da bei mir hier vorbei, die Türe raus. Die Handtasche ist von Ihnen, die da liegt, oder? Ist nicht von mir, nein. Aber hier hat sonst auch keiner Zutritt? Nee, wie gesagt, normalerweise nur das Personal, aber der eine oder andere verirrt sich hier. Ja gut, aber hier kann man natürlich auch schön abhauen, ne? Hast du das gehört? Was war das denn? Irgendwas hat da geknallt draußen. Irgendwie ein Scheppern? Irgendwas hat da gescheppert. Was ist das hier? Der Wagen, guck mal, der ist vorne voll gegen den Kübel gefahren. Oh. Der Herr. Ja? Die Frau, die sollte schon auf ihrem eigenen Sitz sitzen. Es bringt nichts, wenn die Frau mit ihrem Oberkörper auf ihrem... Machen Sie sich mal bitte die Hose zu. Ja. Ja. Hast du mitgekriegt, innen drin? Nee. Also sie... Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Sie hing auf, halb auf ihm drauf und er hatte die Hose auf. Also in flagranti, mehr oder weniger. Oh, guck mal hier. Was ist denn jetzt los? Ich denke, er hat hier geparkt und wollte zeitig abhauen. Die überstürzte Flucht konnten die Beamten vereiteln. Warum der Mann allerdings den Unfall gebaut hat, wird angesichts seiner offenen Hose jedem klar. Haben Sie Alkohol konsumiert? Nein, definitiv nicht. Dann frage ich mich, wie ist das jetzt hier mit dem Unfall passiert? Also im Restaurant eine Verabredung gehabt mit einer Dame und zwischendurch bin ich mal öfters auf Toilette gegangen und wie es der Zufall so will, habe ich diese Dame dort dann etwas näher kennengelernt. Also wir hatten vorhin schon ein paar Blicke ausgetauscht und ach so funktioniert das ja. Also hallo, das ja, aber es funktioniert, es ist ja nichts geplantes, also es war nee, jetzt nicht geplant und naja. Dann wollten wir halt aber eben ein bisschen kurios zu mir fahren und haben uns ins Auto gesetzt. Und naja, wie Sie sehen, ich bin nicht allzu weit gekommen. Und da sollte ich auch noch die Zeche für bezahlen, für die Dame oder was? Was ist das für eine Nummer? Aber so den Gesamtumstang haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, oder? Ja, also wollen Sie auch mal kurz was sagen? Sie waren freiwillig jetzt im Auto, ja? Ja, das richtig war verstanden? Alles vollkommen freiwillig, ja. Zwar nicht geplant, aber freiwillig, ja. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hatten Sie unabhängig voneinander ein Date, eine Verabredung? Ja, nur die Partner passten so quasi nicht. Sie haben dann kurz Partnertausch gemacht. Das, das war dann irgendwie so langweilig. Ja, und dann kam der Klaus da vorbei. Und dann, ja, der war da nicht so langweilig. Ja, ja gut. Wo die Liebe hinfällt, ne? Soll ich das jetzt mal sagen? Ich kann da jetzt, mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte. Naja, ja, abschließend kann man sagen, dass das jetzt hier ein Einsatz war, der für uns erstmal eigentlich so kein polizeiliches Einschreiten erfordert. Trotzdem ist es natürlich irgendwie amüsant und auch schön anzusehen, dass es Menschen oder gerade im fortgeschrittenen Alter auch noch, dass man sich trifft zu Dates und Verabredungen, so wie es junge Menschen tun und dass auch dennoch irgendwo dann, wenn Amor zuschlägt, sich die Gefühle hochkochen können und dass da noch Wallungen sind und ist schön zu beobachten, ne? Man kann auch im Alter noch aktiv sein. Logischerweise wollte ich den Blumenkübel nicht erwischen, ich wollte auch gar nicht losfahren. Naja, Sie waren ja auch ein bisschen abgelenkt, nicht wahr? Sie sagen es. Zwinker, zwinker. So, wir müssen mal reingehen. Dann würde ich mal sagen, klären wir drin mit der Angestellten, wie das mit dem Sachschaden jetzt hier läuft. Versicherung, Eigentumsverhältnisse. Okay, mach ich. Ja, kommen Sie dann mal bitte mit. Um den Fall abzuschließen, begleiten die Beamten die Beteiligten in den Gastraum. Die Rechnungen hat das frisch verliebte Paar beglichen. Der Fahrer muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.